Guten Abend oder guten Morgen, wann auch immer Sie diesen Film sehen. Heute ist Mittwoch, der 10. April. Und es geht, wir haben amerikanische Woche, heute um den Nasdaq. Das war 2 Wochen her. Morgen, am Donnerstag, kommt dann der DAX dran. Und am Freitagabend, wie üblich, dann wieder der DAX. Die letzte Aussage von mir, ich glaube, das war am 27.03., da waren wir hier so rum, ist, das Ding hat eine 50-50 Chance. Jetzt schauen Sie sich mal an, was der Freund hier macht. Das ist echt unglaublich. Der ist nicht viel gestiegen, aber der liegt ganz kurz vor dem All-Time-High, was wir hier mit so einem Doppeltop markiert hatten. Bei 7.701 ist das All-Time-High und wir sind jetzt bei 7.593. In der Nähe des oberen Bandes, oberhalb von 10- und 20-Tage-Linie, auch 200-Tage-Linie, klar. Und der ist in der Nähe des All-Time-Highs. Das hat der Stempel gestern auch gezeigt. Mal zum Vergleich, der DAX liegt 13% runter, der IBEX 16%, der MDAX 9%. Aber, man höre und staune, der Swiss Market Index, SMI, der ist am All-Time-High. Ja, da gucken viele Leute gar nicht drauf. Ich schaue das schon ab und zu mal an. Das ist schon echt erstaunlich. Wie auch immer, wir sind 100 Punkte, 108 Punkte unterm All-Time-High. Und der hat alle Chancen. Natürlich ist die Technik hoch, muss ja auch, der Markt ist auch hoch, ja. Die ist hoch über das MACD, die ist hoch über den Oszillator, aber nochmal, der Markt ist auch hoch. Von daher passt das alles. Wenn wir diese 7.701 mit Schlusskurs überbieten, dann taucht der Markt in die, vielen Dank Jörg Schörer für die Bereicherung meines Wortschatzes, Uncharted Territories, die schönste aller Welten für Chartisten. Und da muss es Ihnen völlig egal sein, ob der Freund hier technisch überkauft ist oder nicht. Da ist dann nichts, außer vielleicht so ein paar Fibonacci-Punkten. Ja, aber mehr ist da nicht. Ich möchte jetzt nicht hochsprechen. Nein, das ist hier schon ein fetter Widerstand. Ja, wie gesagt, das war ein Doppeltop hier. Technik ist hoch, auch über die wöchentliche Sicht. Aber zum Geben, sprich zum Shortgehen, ist das definitiv zu früh. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz die Woche, nur dass wir da das einmal gesehen haben. Hier. Ja, alles weiße Kerzen und diese Dinger, die verunsichern dann natürlich. Ja, das ist also ein ganz fetter Shootingstar und der war vor 4 Wochen und wenn er dann überboten ist, dann akzeleriert der Markt ganz gerne. Auch hier alles hoch. Alles hoch, aber ohne Verkaufssignal. Oszillator bei 94. Ja, erst wenn er unter die 80 geht, gucke ich da wieder drauf. Das mal von der Wochensicht. Zurück auf den Tag. Also, der hat durchaus die Chance, ein neues All-Time-High zu machen. Überhaupt keine Frage. Aber ich traue dem Freund noch nicht. Also ich werde definitiv nicht Short gehen. Es ist zu früh. Und wenn ich einen Short suche, muss der liegen über 7.700. Ich zeige Ihnen mal einen Call. Den habe ich vorhin gefunden. Das ist ein Call für die Leute, die glauben, dass wir das All-Time-High rausnehmen und dann halt eben in diese Uncharted Territories eintauchen. Ich habe mich entschieden für einen 7.241er. Da liegen wir in etwa hier, ganz leicht unter diesem letzten Zwischentief. Ganz, ganz leicht. Das hat einen 21er Hebel, der Schein. Und das ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GA35Y0. GA35Y0. Das ist für die Leute, die glauben, er geht drüber. Ich tue mich damit schwer. Ich bin da eher auf Short eingestellt, halte mich aber auch da noch zurück. Für einen Short muss ich also eine Basis wählen, die hier oben drüber liegt, über dieser 7.701. Sowas wie 7.750. Vorsichtshalber. Ja, und da kann ich den Hebel dementsprechend noch ein bisschen hochnehmen. Das hier, perfekt. 7.755, das ist ein 46er Hebel. Das ist ein fettes Brot. Ebenfalls Open-End-Schein, ebenfalls von Goldman Sachs. Und es ist die Kennnummer GM57NX. Ich halte es für zu früh, aber der Markt sucht sich hier bald eine Entscheidung. Nochmal, lassen Sie sich nicht davon beirren, nur weil hier irgendwas überkauft ist, dass deswegen der Markt runterkommen muss. Der Chart ist immer wichtiger. Schlusskurs über der 7701 und dann können wir den hier oben irgendwo sehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.